der Dieter, um ein schlagkräftiges Quartett dabei zu haben. Jetzt fällt die Entscheidung. Die besten fünf kommen. Der Olympiasieger macht den Anfang. Katsuyoshi Funaki. Einen Weltmeistertitel hat er schon. Im Skifliegen. Auch er weit, auch er in dem Bereich von Harada. Das müsste bedeuten, dass Funaki jetzt die Führung übernimmt. 125,5 Meter, ein wenig kürzer als sein Landsmann, als der Weltmeister. Und trotzdem geht er in Führung mit 4,7 Punkten Vorsprung vor Harada. Wir bewegen uns jetzt also bei den Weiten im Bereich 125, 126 Meter. Das ist dann auch die Marke für die vier, die jetzt noch kommen. Dieter Thoma schaut zu, wie Funaki springt. Ja, die Medaille ist weg für ihn, aber er könnte sie jetzt haben. Es kommt drauf an, wie die vier, die jetzt noch da sind, mit den Bedingungen zurechtkommen, wie sie mit dem Druck fertig werden. Einer wie Ahonen, dem ist das locker zuzutrauen. Eiskalt, hat immer, scheint immer, alle Nerven im Griff zu haben. 125 Meter auch für ihn. Die Maßgabe. Schnell wie immer unterwegs gewesen. Ja, sah gut aus. Sah sehr gut aus. Mit der Sicherheit, mit der er hier den Weltcup in diesem Winter angeführt hat, kam er gerade herunter. 126 Meter. Jawohl. Führung für Ahonen. Vor Funaki und Harada. War das eine Medaille für ihn? Bei der Verschanzentournee reichte ihm hier ein zweiter Platz, um die Gesamtwertung zu gewinnen. Reicht ihm heute dieser Sprung auf 126 Meter, um eine Medaille zu holen? Das entscheidet sich gleich. Die Haltungsnoten waren gut. Einmal sogar die 20 gab es da, auch wenn die wieder gestrichen wurde. Aber immerhin, er ist am oberen Limit da gesprungen. Und jetzt kommt Miyahira. Hideharu Miyahira, der Erste, der sich eine Medaille sichern kann jetzt hier. Der Erste der letzten drei, die noch aus dem ersten Durchgang übrig geblieben sind. Dann ja noch Schmidt und Hannawald. 124 Meter ungefähr für Miyahira, wenn er die Haltungsnoten von Ahonen erreicht. Die waren sehr hoch. Die waren sehr hoch. Ein halber Meter kann hier die Entscheidung bringen. Ja, er hält durch. Er zieht durch. Und ich glaube, er hat's. Er müsste die Medaille haben, welche auch immer. Die Weite 128 Meter, die beste Weite im zweiten Durchgang und damit die Führung vor Ahonen und Funaki. Das sind die ersten drei. Dieter Thoma Platz 6. Im Moment Christoph Dufner ist 16. Und das ist der führende Moment. Miyahira also hat seinen Mannschaftskameraden, dem Weltmeister Harada, dem Olympiasieger Katsuyoshi Funaki, den Rang abgelaufen. Hideharu Miyahira, 25 Jahre, hat es geschafft, hat eine Medaille sicher. Er war ja auch schon Dritter hier bei der Tournee, beim Tourneespringen. Und Schmidt, der jetzt kommt, Martin Schmidt, er lag nicht so weit hinter Miyahira zurück, vor Miyahira, Entschuldigung. Und deshalb muss er jetzt ähnlich weit kommen wie der Japaner. 126, 127 Meter. Miyahira hatte Noten von 19 und 19,5. Eine 19 im Schnitt, eine glatte 19. Oh, er ist so nah dran hier, so nah an der Medaille. So nah am Titel möglicherweise. Ja, das müsste reichen. Ein Riesensprung von Martin Schmidt, der weiteste. Müsste es gewesen sein in diesem Durchgang. Oh, 129,5 Meter, jawohl. Er geht in Führung. Er hat die Medaille sicher. Die Silberne. Was hat er für Haltungsnoten? Einmal die 20. Da war er auch besser als der Miyahira. Hätte also noch sogar ein wenig mehr, weniger Meter gebrauchen können. Ist egal. Ist ja wurscht. Ein Riesensprung. Ein Riesensatz. Wie im Training hier in den Trainingsdurchgängen. Der weiteste in diesem Durchgang. Silber ist sicher und auch die Goldmedaille ist schon sicher für den DSV. Denn es kommt ja nur noch einer und der heißt Sven Hannawald. Reinhard Hess bleibt gefasst wie eh und je. Na dann doch nicht.
Und gleich, was wird er gleich für Sprünge machen, wenn Sven Hannawald gelandet sein wird? Nochmal der Aufsprung und der Jubel von Martin Schmidt. Eine Riesennummer bis jetzt hier. Diese hier abziehen und jetzt fällt endgültig die Entscheidung. Sven Hannawald hat sie noch. In den Füßen, in den Händen, im Kopf, in den Beinen. 3,3 Punkte Vorsprung hatte er vor Martin Schmidt. Das sind so 2 Meter, sagen wir mal. Also muss er 127,5 ungefähr erreichen und gute Haltungsnoten haben. Dann gewinnt er hier den Titel. Hannawald oder Schmidt, wer wird Weltmeister? Eine knappe Entscheidung, der Jubel ist jetzt schon groß, zu Recht, auch Hannawald müsste eine Medaille sich haben, 127 Meter, gerade so im Grenzbereich, Haltungsnoten, wie sind die Haltungsnoten, es reicht für Martin Schmidt, Sven Hannawald ist Zweiter, 1,7 Punkte hinter Martin Schmidt, ein Doppelsieg für den deutschen Skiverband, Gold und Silber in Bischofshofen. Und jetzt werden sie alle nach unten schlittern, rutschen, gleiten, egal, irgendwie in den Jubeltaumel hineintauchen, der hier jetzt gleich entfacht wird. Und wollen wir Dieter Thomann nicht vergessen, der auf Platz 8 hervorragend platziert ist. Christoph Dufner ist 18. Und das hier ist der Silbermedaillengewinner, Sven Hannawald. Und dann hat es ihn tatsächlich gegeben, den Favoritensieg hier mit der Zugabe Silber durch Sven Hannawald, bei dem es dann in diesem Winter tatsächlich jetzt zum richtigen Zeitpunkt so richtig geknallt hat. Und hier ist er, Martin Schmidt. Das ist Sven Hannawald nochmal. Der Sprung, der letzte Sprung der Konkurrenz, der die ganze Sache hier entschieden hat. Der war gut, der Sprung, klar. 127 Meter zweimal in beiden Durchgängen. Ein Beweis, wie stabil die Form des Mannes aus Erlabrunn ist. In Erlabrunn ist er geboren, der gleiche Geburtsort wie Jens Weißflog. Na also, und dann kommen auch die WM-Medaillen eines Tages. In Erlabrunn müsste man geboren sein und dann Skispringer werden. Und jetzt beginnt hier die Gratulationskur hier unten im Auslauf. Wir sind dran, keine Sorge. Die ersten Stimmen werden gleich kommen durch Nils Kaben. Bleiben Sie ganz ruhig. Die Reaktionen werden eingefangen, so wie die hier von Sven Hannawald, der es kaum fassen kann. Reinhard Hess, ein Doppelsieg. Wahnsinn. Wie vor einem Jahr beim Tourneespringen hier, da war es Hannawald und Jeckle. Jetzt Schmidt und Hannawald. Da haben wir ihn. Der Mann, der die Nerven hatte, hier die Favoritenbürde zu tragen, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Martin Schmidt, Sven Hannawald. Und Hideharu Miyahira. Ganz knapp